In Chemnitz begrüße ich jetzt Danko Handrik, Chefreporter beim MDR. Hallo nach Chemnitz. Herr Handrik, Sachsens Ministerpräsident besucht ja heute Chemnitz. Gleichzeitig soll es auch eine Demo geben, zu der eine rechtspopulistische Bewegung aufgerufen hat. Wie erleben Sie als Korrespondent im Moment die Atmosphäre in der Stadt? Ja, es ist eine ziemlich gespaltene Stimmung. Ich habe mit vielen Menschen hier gesprochen. Die einen sagen, wir müssen es endlich wieder schaffen, dass die Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt rückt, dass wir zeigen, nein, Chemnitz ist nicht so, wie sich Chemnitz in den letzten Tagen präsentiert hat. Es kann einfach nicht sein, dass eine solche schreckliche Tat, ein solcher Mord dann von Rechtsextremen so zur Stimmungsmache missbraucht wird. Auf der anderen Seite erzählen mir Chemnitzer aber auch, wir suchen und wir finden eben kein Podium, wo wir unseren Protest für die Flüchtlingspolitik eben aufgreifen können, wo wir demonstrieren können. Auch das ist ein Problem. Dazu soll eben dieses Sachsengespräch heute Abend dienen. Da stellt sich Ministerpräsident Kretschmer hier in Chemnitz Bürgern der Stadt im Stadion in Chemnitz, aber jetzt nicht auf der Rasenfläche, wo sonst gekickt wird, sondern in den Räumlichkeiten. Da passen in etwa 500 Menschen rein. So viele werden da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch kommen. Und Kretschmer betonte gerade noch, dass er sich auch wünscht, dass wütende Bürger, wütende Chemnitzer kommen, um dann eben mit ihm sachlich in die Diskussion zu kommen. Wütende Chemnitzer, die Polizei rechnet offenbar auch damit. Sie hat massiv Verstärkung angefordert. Ein Zeichen dafür, wie nervös die Behörden im Moment sind in Chemnitz? Die Behörden, die wollen einfach mal auch ein anderes Bild liefern, als sie es die letzten Tage geliefert haben. Es ist eine Großdemonstration angekündigt. Wie viele Leute da, wie viele Rechtsextreme da zu dieser Demonstration kommen werden, das ist die große Frage auch für die Polizei. Die Polizei, sie hat sich Verstärkung geholt aus anderen Bundesländern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern. Aber auch die Bundespolizei hat Verstärkung zugesichert. Auch sie wird heute Abend in Chemnitz präsent sein, damit es eben nicht wieder dieses Bild gibt, was es in den letzten Tagen gab von diesen Ausschreitungen und dieses Bild, dass die Polizei nicht Herr der Lage ist hier in Chemnitz. Heute Abend wird es also diesen Bürgerdialog geben, den Sie eben angesprochen haben. Schon heute Vormittag hat Herr Kretschmer mit Bürgern gesprochen. Trifft er den richtigen Ton dabei? Wie ist Ihr Eindruck? Er hatte den ersten Termin, den er hatte, das war mit Schülern. Da hat er mit Schülern gesprochen, auch über die Vorfälle in Chemnitz. Das war in einer Schule, die ausgezeichnet wurde für gelebte Demokratie, wo eben Schüler und Lehrer miteinander Vereinbarungen treffen und alles so auf demokratischem Weg entschieden wird. Darüber hat sich Kretschmer da informiert und hat mit den Schülern dann natürlich auch über die Vorfälle gesprochen. Jetzt eben Gespräche, gerade aktuell im Rathaus mit Vertretern der Wirtschaft, mit Vertretern von Kunst und Kultur, um eben Antworten zu finden. Wie will Chemnitz jetzt rauskommen aus den Schlagzeilen? Wie will man ein anderes Gesicht von Chemnitz präsentieren? Man muss dazu wissen, Chemnitz ist ein Hochschulstandort. Hier sind sehr, sehr viele Studenten in der Stadt, die mir auch erzählten, so wie Chemnitz gerade in den Medien vorkommt, so erleben wir Chemnitz oder so haben wir Chemnitz eigentlich im Alltag gar nicht erlebt. Und jetzt ist die Zivilgesellschaft gefordert, sagt Michael Kretschmer, eben einen Weg zu finden, um ein anderes Chemnitz zu präsentieren. Dafür sind geplant zum Beispiel am Montag ein großes Konzert. Da kommen hier nach Chemnitz die Toten Hosen und auch eine Chemnitzer Band, die eben auch dann zeigen wollen. Nein, die Masse, die will eigentlich ein anderes Bild von Chemnitz. Man will ein anderes Bild, man will Antworten. Wir alle haben aber noch die Bilder von dem Aufmarsch am Montag im Kopf. Wie will man sowas in Zukunft vermeiden? Gibt es eine Art Aufarbeitung, die inzwischen stattfindet? Es findet eine Aufarbeitung schon in den Diskussionen unter den Chemnitzern statt. Viele Chemnitzer, mit denen ich gesprochen habe, die auch am Tag dieser Ausschreitung bei der Demonstration dabei waren, sagen, nein, das war wirklich der falsche Weg, sich da mit Rechtsradikalen in einen Demonstrationszug einzureihen. So geht's nicht. Man muss in den Dialog kommen. Man will in den Dialog kommen zwischen Bürgern und Politik. Und genau das ist ja auch der Ansatz von diesen Sachsengesprächen, von diesen Bürgerdialogen. Die waren ja schon länger geplant für den heutigen Tag in Chemnitz, geraten nun aber in einen ganz anderen Fokus. Vielen Dank, Danko Handrik, für Ihre Einschätzung und Ihre Eindrücke aus Chemnitz. Danke dafür.